Herzlich willkommen zurück zu Isaac Repentance. Den Folgen, die nicht notwendig wären, wenn ich nicht in der vorletzten Folge am Schluss gechoked hätte. Denn dann hätten wir Guida längst mit Apollon besiegt und alles wäre cool. Leider bin ich zu unfähig gewesen, das durchzuziehen. Schade. Es ist echt... Okay. Das ist eine schöne Voraussetzung für den Guida-Mode. Schade, dass wir kein gutes Tears-Up haben und ich es jetzt einfach komplett versauen werde. Ja, ärgerlich. Mensch. Denn jetzt muss ich normal kämpfen. Mit dem, was ich jetzt habe, muss ich normal kämpfen. Und das ist das nächste... Oh mein Gott. Wir haben zwei gute Voraussetzungen. Aber ich komme noch nicht ran. Scheiße. Lass das jetzt gut gehen. Lass den Kampf jetzt bitte gut gehen. Schnell alles wegmachen. Ich bin viel zu langsam. Krieg den nicht weg. Krieg die ganze Kacke hier nicht schnell genug weg. Ja, jetzt werde ich getroffen auch noch. Oh, bitte nicht zu viele Gegner jetzt. Ach Mann, die Tiersrate ist eine Katastrophe bei ihm am Anfang. Fliege, mach dein Ding, danke. Nein, wieso den hätte ich doch jetzt... Nein, Mann! Ich darf nicht jetzt so oft getroffen werden. Ich brauche meinen Kohle für die... Telepathiebuch. Ich muss unbedingt das Telepathiebuch kaufen. Jetzt habe ich dann den ganzen Raum über. Das ist so gut. Das ist so ein gutes, geniales Spacebar-Item. Für den Guida-Mode. Natürlich. Also für andere Runs grundsätzlich auch, aber nicht genauso gut, weil hier hat man es halt die ganze... Ah, nein! Hier hat man es halt die ganze Zeit. Und ich habe den... Nein! Ich überleb's nicht. Ach man, so schöne Voraussetzungen und ich werd's verkacken. Ich komm nicht rum. Doch, ich komm rum. Nicht die Spinne. Oh Gott. Nein! Ach, scheiße. Das waren echt schöne Voraussetzungen. Die kommen nicht wieder. So schnell. Die kommen so schnell nicht wieder. Na, so nehme ich jetzt natürlich Lamp of Coal mit. Das ist jetzt nichts, woraus ich eine Fliege bastle. Aber grundsätzlich ist es halt nicht das präferierte Item. Ach Mann, ey. Es ist doch einfach nur traurig. Ich frage mich jetzt gerade, ob die Fontäne auch Fliegen schießt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die schießt dann einfach die Tränen halt, die ich habe. Ja, also der Brunnen halt, ne? Nicht Fontaine, ihr wisst, was ich meine. Oder. Nein! Alter, drei Treffer, ich könnte schon wieder kotzen. Nee, da komme ich nicht raus. Oh mein Gott. Ja, wie so, Alter, wie soll man denn hier durchkommen? Wie? Wie soll man das mit so einer geringen Tierrate schaffen? Ach, es ist doch alles zum Kübeln. Ja, geh heim. Scheiß Vieh.
Mann, ey. Siebene Reihe. Siebene Reihe und auch eine schöne, ein schöner Start für die siebene Reihe. Mann, es ist... Es ist nur eine Scheißfrage der Zeit. Das ist das, was mich nervt. Und ich will die Zeit nicht verschwenden. Und deswegen bin ich spiel so super unkonzentriert. Das ist furchtbar. Dabei liegt es ja an mir, ob ich die Zeit verschwende oder nicht. Aber es ist so frustrierend, dass der ganze Teil hier gerade nicht notwendig wäre. Das ist das Frustrierendste überhaupt. Dieser eine Tod bei Guidia im vorletzten Part. Der wird mich noch so lange jetzt begleiten. Das war so motivationstechnisch einfach ein kompletter Turning Point. Und halt, dass ich den letzten Run versaut habe wieder, ne? Yo, ist in Ordnung, Kollegen. Ist in Ordnung, Kollegen. Ihr habt alle recht. Macht halt. Macht halt, ey. Gottes Willen. So, wieder normal kämpfen. Aber mit ein bisschen mehr Damage diesmal wenigstens. Was war das gerade wieder für eine Kacke? Wie schnell gehen meine Herzen denn immer weg? Ich verstehe das gar nicht. Diese ersten Runden im Greed-Mode sind so schlimm immer. Bis man dann halt mal in einem Lauf ist und dann muss man es halt halten. So ein frustrierender Modus. Verpiss dich jetzt. Oh nee, der geht nicht kaputt, weil der erst zu so einem Klumpen wird. Das kann ich doch jetzt schon wieder knicken. Ein Treffer und ich bin tot. Ja, nee, leck mich am Arsch. Alter. Ja, ich bin salty. Ist nicht gut. Muss die Saltiness ablegen. Ich brauche irgendeinen krassen Start, dass ich wieder motiviert bin. Irgendwas Krasses am Anfang. Ja, genau dich brauche ich am Anfang. Nein, ich... Ich gehe, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich bin so dumm. Habe ich das nicht jetzt schon mal... Ich habe das schon mal gemacht, ne? Ich habe jetzt schon... Oh nein, ja, ich habe das schon mal gemacht. Scheiße. Ich habe schon mal die Perle, glaube ich, einfach liegen lassen, anstatt sie zu einer Fliege zu machen. Ich glaube, die Situation hatten wir schon mal. Ich weiß nicht, ob es mit Apollyon war. Stimmt, da muss ich dran denken. Genau dafür ist ja Abyss da. Für nutzlose Items, wie die Perle. Das war der erste wirklich sinnvolle Einsatz von Abyss. Und ich habe leider nicht sofort dran gedacht. Dadurch habe ich mir wieder ein Herz abgezogen. Mist. Aber jetzt mit einer zweiten Fliegestart ist halt schon ziemlich cool. Nur, dass ich jetzt halt das Herz dafür liegen habe lassen müssen, ist doof. Was auch cool ist, ist die 7er Reihe. Ah, die habt ihr auch gesehen. Wir haben eine 7er Reihe im Shop. Scheiße! Ich möchte jetzt bitte nicht drauf gehen. Dankeschön. Nee. Hier ist viel zu viel Shit schon wieder am Abgehen.
bin tot. Wie soll ich denn da rauskommen? Was ist jetzt da unten noch los? Nur noch er. Okay. Ich muss mir erst das Ding holen. Ich muss mir erst das Ding holen. Es hilft nichts. Warum nur 3 Münzen? Gib mir mehr. Ach, scheiße. Also, wenn ich jetzt nicht genug Geld zusammenbekomme, dann gibt's halt kein Itemraum. Den Stapler hole ich mir. Den Stapler hole ich mir auf jeden Fall. Okay. Okay. Nur noch der kleine Monstro. Hau ab. Okay, wir haben genug Geld für Stapler plus Schlüssel. Das wäre natürlich jetzt der chilligere Schlüssel. Kriegen wir irgendwo eine Münze noch her? Aus dem Kampf kriege ich auf keinen Fall eine Münze, das weiß ich. Ich könnte auf Glück gehen und hoffen, dass er mir 2 Münzen ausspuckt, wenn ich eine Münze einsetze. Also das ist eigentlich ziemlich dumm. Er könnte mir auch eine Bombe... Ich kann eine Münze ja setzen. Eine Münze kann ich ersetzen. Die tut nicht weh. Na gut. Weil wenn ich jetzt noch eine Münze setze, kann ich mir den Schlüssel nicht mal mehr leisten. Und zumindest das Item-Room-Item nehme ich dann noch mit. Wenn ich jetzt schon das andere... Das war irgendwas Cooles, ne? Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich meine, es war was Cooles. Was kannst du? Was warst du? Und selbst wenn es nichts Cooles war, dann ist es eine Fliege. Aber was konntest du? Du konntest irgendwas Cooles, oder? Ach, das waren die Knockout-Dinger. Doch, 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 doch. Gerade in einem großen Raum mit vielen Gegnern ist das eine coole Geschichte. Auch Bosse und so, ne? Scheiße. Okay. Ja, da komme ich leider nicht mehr ran.
machst du nix. Ja, keine Chance. Ich hab's versucht. Ich hab alles versucht. Ihr seid Zeuge. So. Schade. Den Schlüssel hätte ich schon noch gern gekauft. Den Mom's Key. Das droppt Herzen, wenn ich es einsammle, ne? Also ich kann auch vorher in den Stachelraum gehen, in den Dingsraum, Kursraum gehen. Okay, bitte gute Pille. Zack, zack, zack. Sehr schön. So. Kauftechnisch wäre das ganz interessant, aber ansonsten... Ja gut, ich meine, das ist auch natürlich. Ja? Bevor wir gar nichts kaufen, kaufen wir uns das. Aber ansonsten erstmal nichts, okay. Leider noch kein Tiersaft bekommen, das ist ärgerlich. Also, solange man keinen Tiersaft haben, ist auch der Dings-Effekt noch nicht so krass von der Faust. Der muss weg, der muss weg, der muss ganz... Ich hasse diese Dinge, die so schnell schießen. Lass mir mein Knochenherz, bitte. Nein! Ja, mein Knochen ist so gut wie weg. Ich könnte die Pille setzen, aber ich glaube... Die ist jetzt... Die sollte ich mir aufheben, ne? Ja, das ist ewig. Ach, Mann! Lauf ja noch. Oh ja. In den musst du jetzt wieder reinrennen, ne? Genau in dieses Scheißding, was einen Schaden mehr macht, muss ich wieder reinrennen. Da mach dich weg, ey. Scheißvieh. Mist. Besser laufen können. Muss ich leider zugeben. Erstmal den Itemraum. Ah, was bist du denn jetzt wieder? Giant Cell, every time you take damage, a tiny Isaac family will spawn. Ja. Ihr kommt schön mit, Freunde. Ihr kommt schön mit. So. Okay, im Moment kann ich nichts weiter tun. Ah, das ist so schlecht, der Angriff im Moment. Schade, diesmal haben die Bomben es nicht von selbst erledigt, das Problem. Das ist sehr ärgerlich. Aber vielleicht kann er dann trotzdem beim zweiten Boss schon mal ein bisschen mit aufräumen. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja? Nein, hör auf zu schießen. Okay, gut, alles gut, alles gut, alles gut. Der macht keinen Brimstone, ne? Das ist der normale Typ. Jetzt haut er eine Fliege oder eine Spinne raus oder sowas. Und ansonsten, ja, ja, mehr kann der nicht. Sehr gut, haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir, damit können wir das Steam Cells, das Cells-Ding auf jeden Fall auch kaufen.
also das HP ab. Halt! Trotzdem, dumme Treffer. Mann. Komplett unnötige Treffer schon wieder hier. Na, dann können wir leider die Box nicht... Okay, ich könnte jetzt Risiko gehen. Soll ich Risiko gehen? That's the risk I like. Okay. Es war echt Risiko. Es war hartes Risiko. Gebe ich zu. Es war echt Risiko. Bleiben die über den Floor bestehen? Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Werden wir aber gleich feststellen. Sollten wir diese Runde überleben, natürlich nur. Mann! Ich reg mich über jeden Treffer auf. Aber zu Recht, ich muss mich über jeden Treffer aufregen. Weil die so scheiße unnötig einfach sind. Die Treffer sind so scheiße unnötig einfach. So, Sacred Heart. Das ist eine Ansage. Leider, die Tiersrate ist noch absolut katastrophal. Aber Sacred Heart ist am Start. So, bleiben die Dinger jetzt... Oder nicht? Das ist die Frage. Wir werden es feststellen. Genau jetzt. Vier Stück habe ich. Okay, sie bleiben. Das heißt, ich habe am Ende dann so eine Million. Gefühlt. Okay. Okay. Na gut, das gewonnene blaue Herz opfern wir jetzt für den Stachelraum, würde ich sagen. Jetzt gehen wir erstmal mit dem Schlüssel. Jetzt gehen wir erstmal mit dem Schlüssel los, weil Abyss ist gerade aufgeladen. Ich meine, der schießt dann jetzt Dings, ne? Müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und dann ist die Batterie jetzt ein Musskauf. Dann ist das Batterie-Item jetzt ein Musskauf. Okay, gucken wir mal in den Curse-Room rein. Ich könnte ja so in den Curse-Room reingucken, warte. Feels like I'm walking on sunshine. Okay, Puberty ist in Ordnung. Full health. Ja, man weiß halt nicht, welche Pille es ist. Das ist jetzt dumm, aber ist halt so. Okay, achso, und außerdem macht sie einen Treffer aus. Ja, ist doch in Ordnung. So. Zack. Schießt der jetzt auch Fliegen? Nein, der schießt halt die Sacred. Ah, der schießt aber auch die Dinger mit. Also, in jedem Fall. In jedem Fall sollten wir jetzt durch die Runden hier durchkommen. Sacred Heart ist halt Sacred Heart. Das ist noch keine Garantie für den Endkampf. Ganz wichtig, ne? Es ist für den Endkampf noch keine Garantie. Aber für die Runden hier ist es halt schon relativ stark. Also da kann man eigentlich nichts sagen. Ich darf jetzt nur die Dings nicht verlassen zwischendurch. Ist ganz wichtig. Was jetzt am wichtigsten ist, jetzt sind wirklich Spacebar. Alles, was das Spacebar-Item stärkt, ist jetzt am wichtigsten.
Das ist mal eine ganz klare Geschichte. Ach, scheiße. Also Batterie können wir uns auf jeden Fall schon mal leisten. Ich werde die Aufladung jetzt auch lassen für die nächste Runde. Und jetzt nicht noch einsetzen. Ist halt auch absolut nicht notwendig. Sieht man selber. Ja, leider kein Engelraum, aber was soll's. Da ist ja was Stabiles dabei. Nee. Da holen wir uns nichts. Da holen wir uns gar nichts. Okay. Dann kann ich das ja absorbieren. Habe ich ganz vergessen. Habe ich komplett vergessen. Dann kann ich das ja absorbieren. Siehst du? Schon wieder dumm gewesen. Hätte ich schon die ganze Zeit eine dritte Fliege haben können. Aber was soll's. So, dann, Batterie-Item ist ein Muss. Das ist doch... Ich guck ganz kurz nach, aber das müsste das sein, dass ich einen Tick schneller auflade. Also, dass es mir einen Tick direkt gibt nach dem ersten Aufladen. Das müsste das sein. Eines der ersten Batterie-Items gewesen. 9 Volt... Genau, gibt ein Bar auf Charge. Richtig. Ach so, es hätte auch voll aufgeladen. Ja gut, egal. Egal, dann halt so. Gut, dann kann man noch das halbe Herz hier holen. Und dann Abflug. Mehr geht nicht. Mehr geht in der Geschichte jetzt nicht. Puh. Mit der Geschichte bin ich jetzt schon wieder ganz d'accord, aber es ist halt... Es ist noch keine Garantie. Es spielt immer noch ich. Wiederhole mich da gerne. Das ist auf jeden Fall auch ein Muss, weil es ein AP ab ist. Ich glaube sogar ein Doppel-HP ab. Gehen wir vorher in den Kollegen hier rein. Nice. Und ich bekomme ja auch mehr jetzt von diesen Dingern. Also jeder Treffer ist jetzt ja sogar... Ich sag mal, in Ordnung. Ich weiß, es ist jetzt auch ein Speeddown. Das ist grundsätzlich erstmal kritisch zu sehen. Aber das lässt sich schon auch wieder rausholen. So ist nicht. So, dann gehen wir in den Itemraum. Das hier auf keinen Fall kaufen. Wir wissen Bescheid, Apollyon ist nicht implementiert. Und dann haben wir hier noch eine 7er Reihe sogar. Daddy Longlegs. Daddy Longlegs. Nice. Sehr nice. Wir haben sehr viele passive Items. Das ist sehr gut. Ich bin halt super langsam. Das ist ein bisschen kritisch. Aber es sollte sich ausgleichen, dadurch, dass wir sehr schnell die Gegner hier jetzt erledigen. Mit Longlegs und mit dem Ding. Das sollte sich ausgleichen. Und die Viecher, die ich habe, die ganzen Mini-Apollyons, die sind ja auch noch am Start. Also das müsste sich wirklich ausgleichen. So, nächste Runde nochmal neuen Brunnen setzen. Dann habe ich jetzt eigentlich gleich das ganze Feld bedient. Aber das Problem ist, es bleibt dabei, dass es alles noch keine gute Geschichte gegen Ultra Greedy. Na, das ist das Ding. Das ist das Ding. Das ist noch keine Geschichte gegen Ultra Greedy. Weil da habe ich noch keine Aufladung und so weiter. So, das nützt mir alles noch nichts. Das nützt mir für hier, nützt mir das sehr viel, um hier durchzukommen und so weiter. Aber für Ultra Greedy brauche ich mehr. Für Ultra Greedy brauche ich viel mehr. Das ist das Problem.
Wow, Vorsicht, nicht die roten Haufen reinrennen von dem blöden Carrier gerade. Okay, sehr schön. Noch ein Engelraum. Nice. Bitte was Gescheites. Ich bin ja... Ich bin ja eigentlich auf Buddy gerade, ne? Ich bin ja eigentlich gerade voll auf Buddy. Das ist halt auch cool. Nee, Buddy ist besser. Ist ein starkes, richtig starkes HP ab und ich brauche Herzen. Ich brauche Herzen. Es tut mir leid, ich brauche Herzen. Das heißt, es tut mir leid. Ich... Was heißt, es tut mir leid? Warum sage ich, es tut mir leid? Das ist eigentlich auch wieder dumm. So, und das ist ja der Zusatzeffekt von dem anderen Ding, ne? Wir sind zwar langsamer, aber wir können halt schöne Sachen machen. Und ich habe hier eine 7er Reihe. Auch die muss ich jetzt natürlich ausnutzen. Vorher nutze ich die Kiste. Die 5 Münzen opfere ich jetzt mal in der Hoffnung, dass mehr rauskommt, was mehr als 5 Münzen wert ist. Ja, das ist okay gewesen. Und dann geht's los hier. Speed-Up ist da schon mal nämlich am Start. Und auch das ist eine schöne Geschichte. Und auch das ist eine schöne Geschichte. Und schon habe ich meinen Speed... Und perfekt. Das war eine fantastische 7er Reihe. Das HP bräuchte man gar nicht mal mehr. Das HP bräuchte man mal gar nicht mal mehr. Das war eine fantastische 7er Reihe. Sehr schön. Sehr schön. Ach so. Stimmt, wir haben ja Daddy Longlegs jetzt, ne? Wir haben jetzt ja... Vorsicht, auf der Bombe auch. Wir haben jetzt ja Daddy Longlegs. Der ist natürlich gegen Ultra Guidia nochmal eine schöne Geschichte. Habe ich gerade ganz vergessen. Der wird natürlich auch mit aufräumen. Wenn wir jetzt also das Blatt bekommen würden, wären wir schon wieder fertig. Sollte ich jetzt das Blatt noch bekommen, wären wir einfach fertig. Okay, gucken wir, was uns noch das Ganze bringt hier. Also die Zeichen stehen nicht schlecht. Und ich habe meinen Speed-Up komplett aufgebraucht. Mein Speed-Up, also mein Speed-Down sozusagen kommt. Okay, das, da warten wir jetzt. Das werde ich noch nicht sofort absorbieren. Das wäre natürlich ein Kandidat zum Absorbieren, weil wir jetzt die HP-Ups nicht brauchen. Aber vielleicht kommt ja ein Satan-Deal und dann könnte ich mir die Herzen zurückholen. Ne? Das ist das Ding. Okay, Tears-Up ist auf jeden Fall dann mit dabei. Das müssen wir uns holen. Münzen, Schlüssel ist zum Glück sehr günstig. Oh, wir könnten ja vielleicht sogar schon an Münzen rankommen. Mit ein bisschen Glück kommt hier ja Geld raus. Mit ein bisschen Pech kommen hier auch Spinnen raus. Aber muss ich halt immer kurz weglaufen. Und mit noch mehr Glück kommt hier sogar ein Item raus. Oder sowas hier. Auch chillig. Okay, dann gehen wir einmal schnell in den Stachelraum. Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt die Frage, ob ich da dann nochmal rein will nachher und nochmal ein Herz opfere. Ist jetzt halt so eine Frage. An sich könnte man es schon machen. An sich könnte man es schon machen. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Kampf. Oh, diese Scheißgeister, ich hasse. Aber jetzt ist... Oh, übrigens, wir haben wieder weniger Viecher. Irgendwie sind die auch wegge... Ah, die gehen auch kaputt mit der Zeit, ne? Habe ich schon mal... Das habe ich schon mal festgestellt. Die gehen auch kaputt mit der Zeit. Ich habe nichts gesagt. Ja, ja, die werden auch angegriffen. Ich habe nichts gesagt. Natürlich, die werden auch angegriffen. Ja, aber mit Treffern haben wir jetzt zumindest den Vorteil... Also, was heißt Vorteil? Aber mit Treffern haben wir zumindest die... den Ausgleich. Ausgleich ist das perfekte Wort. Den Ausgleich, dass wir... Dings haben. Dass wir Geld dafür bekommen, wenn wir getroffen werden. Also vielleicht. Nicht immer, aber immer öfter.
weiter. Also durch die Runden kommen wir gut durch. Das ist, wie gesagt, kein Problem. Die Frage ist nur, was der Gridia mir erzählt am Ende. Und auch hier jetzt, wie gesagt, ich weiß jetzt Bescheid. Ich habe eine gute Möglichkeit, ein schönes HP ab nochmal mir zu holen. Ich kann mir jetzt eigentlich recht viel im Satan-Deal. Okay, es kommt gar kein Satan-Deal. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Habe ich gar nichts dagegen. Den Raum hier nehme ich auch mit. So ist nicht. Dann nehmen wir den Kollegen hier, ist klar. Das ist von dem, was hier ist, die beste Wahl. So. Zum Glück sind die Schlüssel sehr günstig. Dann gehen wir jetzt als erstes. Ich mach das jetzt. Ist gar kein Problem, weil... Ja, meinen. Perfekt. Das war's doch wert. Das war's doch schon wert. Seht ihr? Das war's doch schon wert. Das ist Leo, ne? Leo macht Stompy und das war's. Macht Leo noch was? Weil Stompy bin ich schon. Dann kann ich Leo absorbieren. Ja. Ja. Dann, ciao Leo. War nett mit dir. Eine Fliege mehr, sehr schön. Okay, Tiers ab, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Pflichtkauf. Jetzt kann ich die Herzen gar nicht nutzen, alle. Aber ich wollte es wieder im Tiers ab haben. Also, ich hätte es so oder so geholt. So, und jetzt ist das Ding, dass wir da unten... Also mir ging es jetzt, ganz wichtig, mir ging es jetzt nicht um die Herzen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe es jetzt umsonst gekauft, weil ich meine, das HP ab jetzt nicht mitnehmen, wäre halt auch dumm. So, ich wollte es halt als Backup für den Satan-Deal und ich könnte jetzt eine Fliege draus machen, aber ich habe keine Aufladung mehr. Was kommt hier noch? Effektiv nichts mehr. Ja, that's it. That's it. Dann holen wir natürlich noch das HP ab, weil dann füllt es mich zumindest auch noch auf. Also, war jetzt dumm mit den schwarzen Herzen vorher. Never mind. Weil jetzt, ne, sind die weg, aber wurscht. 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 Völlig wurscht. Abflug. Es wäre halt jetzt schön, noch irgendwas zu bekommen, was mir im Gridia-Kampf dann so richtig noch gut hilft. Weil im Moment kann ich eine von den Dingern setzen. Ich kann eine von den Dingern setzen und das war's dann. Wir gehen auf jeden Fall gleich mal hier rein. Ey, ja, perfekt. Das ist immer mein Ziel, wenn die Bomben auftauchen, die da hinten hin zu befördern. Okay, jetzt wird's interessant. Tiers up, speed down, ist in Ordnung. Kann ich mitarbeiten. Sehr schön sogar in dem Fall. Bitte kein Tiers down. Ja, Larger ist nicht so cool, aber... Ah, das ist die Full Health Pille. Oh mein Gott! Das ist einfach die Full Health Pille. Gut, dass wir die schon kennen. Okay, ich kann mich nochmal komplett hochheilen. Ja, eine 7er Reihe, die mit Experimental Dings anfängt, aber die muss ich nehmen. Die muss ich nehmen. So, da hilft's jetzt nichts. Aber die macht jetzt auch nichts Dramatisches, ne? Lasst mich die mal ganz kurz lesen. Die macht jetzt auch nichts Hochdramatisches. Die macht halt ein Stat hoch und ein Stat runter. Lasst mich die mal ganz kurz lesen, die gelbe Spritze. Increases 4 of your stats and decreases 2 of them. Ja, komm. Also, die wird mir jetzt nicht in One verhageln. Ich muss die nehmen, weil es ist ein 7er Item. Und die 7er Reihe will ich fortsetzen. Ja. Doch in Ordnung, ist doch nicht viel passiert. Also die 7er Reihe müssen wir hier auf jeden Fall aufkaufen. Das ist ganz klar. Und ganz wichtig, jetzt nicht versehentlich die Dings hier, ne? Das HP-Up ist jetzt halt auch dumm. Aber das können wir uns natürlich jetzt aufheben, falls dann der Satan-Deal kommt. Dann wissen wir Bescheid, auch hier, wir können Satan-Deal machen. Kostet nichts. Und wir haben jetzt nochmal eine komplette Reihe. Wir haben nochmal eine komplette Reihe. Ich möchte das betonen.
Wir haben noch eine komplette Reihe, die wir voll aufladen können mit unseren Herzen für den Endkampf. Wir können mit 24 Herzen in den Endkampf gehen. Wir gehen effektiv mit 24 Herzen in den Endkampf. Wenn ich das versaue, ich spiele nie wieder Isaac. Wenn ich das versaue, spiele ich nie wieder Isaac. Ich schwöre das. Wenn ich mit 24 Herzen den verfluchten Gwydia-Kampf und mit einem Sacred Heart und mit dem Brunnen und mit Haste nicht alles gesehen. Wenn ich damit den Gwydia-Kampf versaue, ich spiele nie wieder Isaac. Das kann's nicht sein. Das darf nicht passieren. Das ist der dritte Part, der überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Der wäre überhaupt nicht notwendig gewesen, dieser Part. Wir wissen es alle. Wir wissen alle, wie es dazu gekommen ist. Es wäre nicht notwendig gewesen. Ich spiele nie wieder Isaac, wenn das jetzt schief geht. Ich meine, im besten Fall gibt er mir jetzt eh nochmal einen Engelraum. Aber auch ein Satan-Deal wäre jetzt überhaupt nicht schlimm. Okay. Okay. Was ist denn jetzt hiervon das Bessere? Ich kann kein HP ab mehr gebrauchen, dann fliege ich halt. Fliegen nützt mir im Endkampf auch nichts. Es ist ein Seraphim-Item, aber das andere ist, glaube ich, auch ein Seraphim-Item, oder? Ja, sind beide Seraphim-Items. Converted halt Red Heart Drops into Soul Hearts, aber ich bin voll. So, die nützen mir nicht mal mehr was. Ja, dann nehme ich den Holy Grail mit, aber effektiv bringt mir beides nichts mehr. Effektiv ist beides nichts. Wait! Nee. Jetzt mal Reifengespräch. Ich bin gerade echt am Überlegen, Abyss einzusetzen. Weil Mythre bringt mir nichts. Holy Grail bringt mir effektiv nichts. Im Shop gibt es gleich noch das HP ab, was mir sowieso, was mich komplett auflädt. Die Items hier bringen mir nichts. Mir bringt Fliegen nichts. Ich verwandle das. Ich verwandle das. Warum nicht? Warum nicht? So. Ist doch wahr. Seid doch mal ehrlich, ist doch wahr. Das lädt mich jetzt ja voll auf. Und alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Jetzt haben wir halt leider nichts, was den Brunnen weiterhin... Ne? Wir müssen jetzt halt so mit dem, was wir haben, klarkommen. Also der Brunnen wird mir jetzt nicht so viel nützen unten. Den kann ich halt einmal einsetzen und das war's. Ich könnte... Na oh gut, ich kann hier noch gucken, dass hier noch was Cooles bei rauskommt. Okay. Eine Münze hier eingesetzt. Oh, wir haben die Töpfe noch nicht kaputt gemacht. Sorry. Ich walte schon meines Amtes. Das hat richtig viel gebracht. Das hat auch richtig viel gebracht. Ja, nö. Brauche ich nicht. Bevor da jetzt noch eine komische Pille dabei ist, lassen wir das. Oder bevor ich dann vergesse, die Full Heal mitzunehmen. Was liegt denn da im Dings noch rum? Wahrscheinlich ein Herz oder so, ich weiß es nicht. Gehen wir jetzt nicht nochmal rein. Ja, das HP-Abkaufen ist Schwachsinn. Und was anderes jetzt hier zu machen, ist auch Schwachsinn. Also Abflug. Okay. Okay. That's it.
That's the way to go. Ganz wichtig, dass ich jetzt nicht die Full Heal Pille vorne habe, sondern Abyss vorne ist. Das ist ganz wichtig. Und dann räumen wir jetzt hier auf. So. Ich wiederhole mich. Wenn ich das versaue, ich spiele nie wieder Isaac. Ich meine, schaut euch an, was wir alles haben. Und mit dem Gedenken, dass ich in dieser Kombination... ich darf nicht mal hier 6 Herzen verlieren. Also wenn ich hier mehr als 6 Herzen verliere, ist auch schon komplett kacke. Das darf eigentlich nicht passieren. Das darf eigentlich wirklich nicht passieren. Ich werde zwar unvorsichtig spielen, weil ich so viele Herzen habe. Aber das darf eigentlich nicht passieren. Hier so oft getroffen zu werden. So, das darf nicht... Nee. Es ist einfach so. Aber schau mal, wir haben ihn schon zur Hälfte tot und ich bin noch kein einziges Mal getroffen worden. Ich meine... Wow. Ja, okay. Den Treffer akzeptiere ich. Mit den Bomben. Deswegen sage ich, also... Aber mehr wie 6 Herzen darf ich in dem Kampf echt nicht verlieren. Wirklich nicht. Ich weiß absolut nicht, wie ich es geschafft habe, im vorletzten Part so viel Herzen zu verlieren. Ich weiß es nicht. Und es tut mir auch echt leid. Ach, das war wieder dumm. Aber 2 Herzen sind schon weg. So. Wir brauchen die Full Heal Pille nicht. Er ist ja in seiner zweiten Phase zum Glück deutlich anfälliger für Schaden. Allerdings macht er auch mehr. Na, 3 Herzen sind weg. Aber das ist für mich noch im akzeptablen Rahmen, wie gesagt. Aber so mehr wie 6 wäre schon kritisch. Mit dem, was wir haben, mehr als 6 Herzen zu verlieren, wäre schon kritisch. Ja, nicht aufgepasst, ist okay. Diese Erddinger sind halt auch böse, ne, die da kommen immer. Dann die Münzen, die explodieren. Ah, und dann dieser Kack. Wenn er auf den Boden schlägt, haut es immer die Brimstone-Türen auf. Das ist auch immer böse. So, und tschüss. Also, ich sag's ja. Ich sag's ja. Es ist mit dem, was wir hatten, das hätte ich niemals versauen dürfen. Das hätte ich aber auch schon im vorletzten Part nicht gedurft. Ich werde immer noch sauer. Ich werde die ganze Zeit über sauer sein. Deswegen. So, und jetzt kann ich hier kommen. So. Ach, Mann, ey. Eine Stunde 50 Minuten, die es nicht gebraucht hätte. Weil wir es vor einer Stunde 50 Minuten Part technisch gezählt schon hätten haben können. Ich freue mich nicht mal gerade drüber. Ich freue mich gerade nicht mal drüber. Also ich bin froh, dass ich es jetzt habe, weil es jetzt denn zum nächsten Charakter weitergeht. Aber dieser Fehler vor 2 Parts, der ärgert mich einfach. Ich war einfach so schlecht im Endkampf. Ich war einfach so schlecht. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ärgert mich. Jetzt haben wir es zum Glück geschafft. Abgehakt. Nächster Charakter. Aber es hat uns trotzdem ganze 2 Parts gekostet, die es nicht gebraucht hätte. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.